Ich hatte Ihnen also versprochen, zu erzählen, woher kommt dieses finanzielle Wachstum, das wir dann fürs Klima verwenden wollen. Ja? Und wir fangen nochmal an, stellen sich vor, mein Hausarzt hätte da vorne jetzt seine Praxis. Er würde erst einmal von 50% seiner jetzigen Arbeit entlastet werden. Die besteht nämlich, da beklagen sich die Ärzte immer sehr darüber, aus mehr als 50% Papierkram. Bürokratie, Abrechnung, Dokumentierung, Abrechnung. Und davon verliert er 50% seiner Arbeitszeit. Dies streichen wir mit einem Federstrich weg, sodass er diese Arbeit nicht mehr machen muss. Jetzt hat er 50% seiner Arbeitszeit frei. Und da bringen wir ihm kostenlos in Fernsehsendungen, die Professoren sind selbst Ernährungsspezialisten, Gesundheitsspezialisten, Präventionsspezialisten, die bringen kostenlos allen Ärzten Deutschlands und aber auch allen Bürgern kostenlos bei, wie man gesünder lebt. Ja? Und das heißt, der Arzt bietet in Zukunft spaßmachende, vielleicht mit Comedians versetzte, entertainmentmäßige Gesundheitskurse an, Ernährungskurse. Er bietet sogar einen eigenen Gesundheitssportverein kostenlos an. Alles kostenlos, weil wir ja Krankenversicherung bezahlen. Der bietet Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten an. Die Leute kommen wieder so aus ihren Löchern, aus der Einsamkeit raus. Es entsteht so eine Art Health Club, moderner Health Club rund um den Hausarzt. Ja? Und wenn ich nie krank werde, bekommt für jeden Monat, den ich gesund bleibe, mein Hausarzt eine schöne, großzügige Prämie von meiner Krankenversicherung ausgeschüttet und ähnlich bei allen anderen Versicherten. Und wenn wir alle seltener krank werden und länger leben und länger gesund leben, gibt es richtig viel Geld für die Hausärzte. Ja? Und das spart uns der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, sagt, das spart uns pro Jahr dann Minimum 70 Milliarden ein. Und wenn wir es davon schaffen, 55, 60 Milliarden rüber ins Klima zu tun, haben wir schon unheimlich viel erreicht, weil wir dann so 3 Kohlekraftwerke völlig stilllegen können und noch sogar und die erneuerbaren Energien hochfahren können, CO2-Speicher, Batteriespeicher und so weiter für die Nächte und die Dunkelflauten. Ja, und so hätten wir dann sozusagen alles in einem. Wir würden anfangen, ein besseres Land zu bekommen mit mehr Gesundheit und weniger Krankheit und auch noch eine Klimaneutralität und würden damit der Welt vormachen, das, was Greta erbeten hat, nämlich, dass wir zeigen, wie Wirtschaftswunder und Klimaneutralität Hand in Hand gehen können. So viel erstmal zu dem Ansatz, wo haben Sie da noch Fragen oder leuchtet es Ihnen schon spontan ein oder wie sehen Sie das? Also einmal frage ich mich natürlich, wie die Ärzte das machen, wenn die jetzt so viel Papierkram zu erledigen haben. Ich bin da nicht vom Fach. Dann der Papierkram, die erste Frage können wir gleich drauf ein. Ja, nur der Papierkram können wir direkt schon abhaken. Ich würde gerne ausreden. Ich bin nicht vom Fach. Ich kann Ihnen da, ich kann das nicht übersehen, wie weit dieser Formalkram da aufgehoben werden kann. Ich würde mir das natürlich wünschen. Das Konzept, wie Sie es beschreiben, klingt ja erstmal ganz gut. Ich kann nicht beurteilen, wie die Umsetzung funktionieren soll. Das zum einen. Zum anderen ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gehen Sie ja davon aus, dass letztlich vom Gesundheitssektor aus oder von dem Bereich her aus sozusagen die Umstellung auf CO2-neutrale oder klimafreundliche Wirtschaft erfolgen soll. Wenn da Gelder frei würden, wäre das natürlich schön und das wäre auch schön, das da einzusetzen. Aber das ist dann ja noch mal ein ganz anderes, sag ich mal, ein ganz anderes Konzept, was da notwendig ist. Das erfordert, also ganz kurz zu dem Papierkram, das kann man ganz schnell vom Tisch wischen, denn dieser Papierkram ist praktisch nur erforderlich, damit der Arzt von der Krankenkasse sein Geld kriegt. Da er aber in Zukunft für Einzelleistungen gar kein Geld mehr bekommt, sondern nur noch für die Ergebnisse. Also es wird nur noch wissenschaftlich untersucht, wie sich Menschen entwickeln. Wenn jemand eine schwere chronische Krankheit hat und dann durch die Bemühungen der Kurse des Arztes zum Beispiel sich ein bisschen weniger Medikamente braucht als früher und sich ein bisschen positiv entwickelt,
kriegt er schon ein fürstliches Honorar errechnet, aber nicht mehr für Einzelleistungen. Er kriegt also die einzelne Spritze nicht mehr bezahlt, sondern das Ergebnis. Wie gesund entwickeln sich zum Beispiel die chronisch Kranken, die Schwerkranken? Entwickeln die sich ein bisschen besser, als bei deren Vorerkrankung zu erwarten wäre? Denn erfahrungsgemäß, die Krankenkassen können sowas ausrechnen, hat ja jeder chronisch Kranke eigentlich eine Kurve, die ständig nach oben steigt. Er wird immer teurer, bis zum Tode wird er quasi immer teurer, ja? Und wenn der Arzt es schafft, die Kurve auch nur ein bisschen abzuflachen, dann kriegt er schon daraus ein Honorar errechnet. Und damit können wir den Papierkram wegstreichen mit einem Federstrich. Also das heißt, wir können ihn von einem Tag auf den anderen freistellen davon, mit dem Reformtag halt. Und jetzt aber, Sie haben vollkommen richtig gesagt, das ist nochmal ein neues Kapitel, wie wir diese Gelder, die frei werden, dann auch rüber tun in die Klimaziele, denn Kohlestopp 26, das kostet viel Geld, wenn man die entsprechenden Entschädigungen nicht verweigern will, sozusagen. Und da ist es wirklich so, dass wenn hier Kreta jetzt säße, dann ständen uns um uns rum 20 Journalisten. Und Kreta würde sagen, ja, let's talk about, lasst uns in der ganzen Welt diskutieren über den Ansatz der zweiten Scientists for Future, ob deren Wirtschaftswunder, Klimawirtschaftswunderplan für uns eine Lösung darstellen kann. Und wenn ja, dann sollten wir das vielleicht auch anwenden. Und dann sollte Frau Merkel mir vielleicht in die Hand versprechen, dass sie diese 90% von den frei werdenden Geldern auch fürs Klima tatsächlich verwendet. Und die Journalisten sollten das kontrollieren und darüber wachen. Ja? Das ist der Ansatz der Professoren. Also dieses Szenario, Pressekonferenz mit Kreta, mit Merkel und vielen Journalisten und mit der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin und vielen anderen Professoren über die Lösung des Problems. Ich weiß nicht, was ich da jetzt zu sagen soll. Sie haben ja im Grunde genommen jetzt einen Weg erläutert, wie Sie sich das vorstellen können, dass es sozusagen Realität wird. Ja. Das ist ja erstmal sozusagen ein Versuch. Wenn das mit dem Ansatz so gelingt, wie Sie das beschreiben, dann klingt das schon sehr positiv. Mir ist das, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, wie weit das, was Sie zum Beispiel jetzt beschrieben haben, wie weit Sie das, Sie haben das ja beschrieben, dass der Arzt sozusagen nicht mehr die Einzelleistung vergütet bekommt, sondern dass beurteilt wird, wie weit die, sag ich mal, seinen Patientenstamm positiv entwickelt. Und wenn das in der Weise klappt und möglich ist, hätte ich da sicher nichts gegen. Auch die Richtung, dass man, sag ich mal, versucht, Gesundheit, sag ich mal, konstruktiv zu festigen, anstatt zu warten, bis jemand krank wird und immer kränker, finde ich natürlich grundsätzlich positiv. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die, ich denke mal, die Ärzteschaft untereinander diskutieren muss. Und ich bin da nicht sozusagen nicht vom Fach. Ich kann das nicht beurteilen, ob das möglich ist. Die Ärzteschaft untereinander würde ich so etwas nicht diskutieren lassen. Dann kommt nämlich nur ein Weg raus, wie vielleicht der Arzt, ohne irgendetwas zu verbessern bei der Präventivversorgung, weil das ja auch für den Arzt neu ist. Der Arzt muss ja, Professor Michaela Döll unterrichtet jeden Tag Ärzte in der Ernährungsmedizin, ja. Sie sagt, für die ist das neu, fremd und die wollen das eigentlich am liebsten gar nicht und würden am liebsten nur mehr Geld bekommen, indem sie noch weniger Prävention machen. Also das heißt, wir müssen das schon, Kreta und die Politik und Frau Merkel und Minister Spahn und Minister Klöckner müssen das schon mit den zweiten Scientists for Future verhandeln und vor allem mit der Gesellschaft, denn ohne eine Talkshow, Diskussionswelle darüber wird ja nichts in Deutschland entschieden. Also da, ich habe da gar keine Sorge, das wird sowieso dreimal durch den Fleischwolf gedreht, bevor dann tatsächlich eine Reform spruchreif wird. Ne? Also das ist selbstverständlich. Ja, also wie gesagt, ich kann das nicht, also ich kenne Ärzte und ich kenne Ärzte auch anders, als Sie beschrieben haben. Da gibt es, mag es sicher eine ganze Reihe von Ärzten geben, die das so sehen wie Sie, aber es gibt auch Ärzte, die sich ein anderes Gesundheitssystem wünschten und vorstellen können. Aber da sind sie natürlich auch dann sozusagen in das System eingebunden und das ist so.
Und wir haben selbst Ärzte dabei, der Dr. Med. Manfred Jakob, der sehnt sich nach einer Gesundheitsreform in dieser Richtung, weil er als Mediziner sieht, dass es im Moment ein großer Missstand ist. Wir haben viele Medizinprofessoren dabei, die sagen, es wird Zeit. Auch die Gesundheitsministerin ist als Psychologin, ja auch Teil des Gesundheitswesens und als Professorin für Gerontologie ja natürlich an einem gesunden Altwerden interessiert, was sie ja auch schon viel erreicht hat, selbst für sich. Aber dann will natürlich, dass das von Staats wegen für alle dieses Geschenk der Gesundheitsförderung und der Langlebigkeit für alle zum Ziel wird. Also da sind ganz viele Ärzte auf unserer Seite. Ich habe hier eine junge Ärztin interviewt vor ein paar Wochen hier, die selbst gesagt hat, sie würde sich total freuen, wenn das klappen würde mit dieser Reform. Ja? Und von daher können wir abschließen. Wir wissen es alle nicht, aber in die Diskussion werfen, denke ich, ist doch mal sinnvoll, mal über neue Ansätze zu diskutieren. Also ich stimme Ihnen da schon zu. Wenn das eine Diskussion wäre, dann würde ich das auch begrüßen, wenn das da voranginge. Aber wie gesagt, das ist sozusagen nur ein Teil. Dieses andere Konzept für die Umgestaltung der Gesellschaft, das ist für mich mindestens genauso wichtig. Und von dem Geld, was man einsparen würde, würde sich automatisch auch nicht unbedingt was ändern. Man müsste auch vernünftig das Geld einsetzen. Also zum Schluss, wir machen jetzt Schluss. Zum Schluss ganz kurz, das war jetzt eine von 20 Reformen, die alle viele Milliarden bringen. Und wenn wir von jeder Reform 90% ins Klima rüber tun, dann schaffen wir den Kohlestopp 2026. Das ist so das Schlussmotto der Professoren. Das wäre ja wunderbar.